Herzlich willkommen zu einem weiteren Part nach langer Pause zu Fiesta Online. Ja, und ich habe mir heute mal gedacht, ach, weißt du was, ich werde einfach mal, um einfach wieder so ein bisschen reinzukommen, einfach mal hier jetzt durch das Schloss ein bisschen gehen. Einfach mal gucken, einfach wieder so ein bisschen reinkommen. Und ihr seht, die Juwelenwäscher greifen mich auch direkt schon an. Ja, und manche haben mich auch schon angeschrieben, beziehungsweise im Kommentar geschrieben, warum kitest du nicht einfach mal? Ja, Pullen halt auch genannt. Klar, gebe ich vielen Leuten recht, warum pulle ich nicht ab und zu mal? Gute Idee, allerdings natürlich auch, wenn man Drops braucht, bin ich halt so ein bisschen und sage, okay, komm, pullen das eine, aber das andere dann auch mit den Drops aufheben. Immer dieses lange Zurückrennen zu den ganzen Drops, die ich dann brauche. Gut, jetzt so, die Drops sind in Ordnung. Aber wenn ich dann die Drops brauche von den Mobs einfach, ist es dann oft doch, dass ich mir dann denke, okay, immer dieses Hin- und Her-Gerenne muss doch nicht sein. Ja, das hat mal geklappt mit dem Stun. Wie jetzt hier, er ist natürlich ein bisschen kräftiger. Aber den sollte man trotzdem... Boah, es geht eigentlich. Aber wofür habe ich meinen Trank? Ja, komm. Dich ziehen wir jetzt mal ein bisschen. Den dicken, fetten Typen hier. Ja, komm, kipp um, danke. Ja, und der, was macht der direkt? Vergiften, also du Drecksvieh. Was gibst du mir einen Blutungsschaden? Mal gucken, was als nächstes kommt. Oh, Silphen, okay. Dann machen wir jetzt hier mal die Silphe. Die sollten wir eigentlich auch problemlos stehen können. Ja, die Grünlinge sowieso ganz schnell zu machen. Ziemlich schnell down, die Grünlinge. Komm, du blödes Sylph, kipp um. Danke für deine Drops. Ein bisschen Geld kann man natürlich immer vertragen. Jetzt mal gerade gucken, wie ich die Grünlinge stehe. Okay. Ja, die sind natürlich mit dem Kitten jetzt dann auch ein bisschen langfristiger. Na komm, wir bleiben jetzt mal stehen. Ah gut, die ziehen mir jetzt nicht wirklich viel. Da kann ich mir dann doch ein paar schnappen. Natürlich dieser Blutungsschaden, der haut natürlich immer ganz gut rein. Wir schnappen uns erstmal den Grünling hier. Ja, da kommt er auch schon. Uiuiui, also der zieht doch ganz gut, dieser blöde Grünling hier. Ja, komm, kipp um. Also die ziehen mir doch mehr, als ich jetzt gedacht habe. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen, der zog mir auf einen Schlag hier 500 oder so. Deswegen werde ich mir nur mal zwei schnappen. Eieiei, also doch mehr Damage, als ich jetzt mit gerechnet habe. Komm, und gestunt, sauber. Und komm, kipp um. Danke. So, gucken wir mal. Ja, der Team war natürlich auch direkt noch mit auf. Es gibt noch gut XP. Ihr seht es hier, 6150, 28% habe ich bereits. Und ich will natürlich jetzt gucken, so schnell wie möglich, Level 70. Und da ist der letzte Grünling. Damit dann diese Etage auch wieder abgearbeitet. Ja komm, den ziehen wir uns jetzt hier mal im Raum hin und her. Und zack. Und einen glänzenden. Ja, 2 Minuten noch dieser blöde Debuff. Oh. So, Pinkies. Ja, Pinkies nehme ich dankend an.
Denn die sind richtig schön schnell down zu kriegen. So, leider droppen die ja hier ziemlich wenig, die Mobs hier im Schloss. Und komm, kipp du auch um. Natürlich, was natürlich richtig nice wäre, jetzt eine Pinky-Karte zu bekommen. Also der Raum geht doch relativ flott. Das Blöde natürlich bei denen hier. Uiuiuiui. Aufpassen. So. Ja, das Blöde ist jetzt gerade natürlich, dass es Fernschützen sind. Ach, Nahkämpfer, komm her. Und dann dieser blöde Blutungsschaden, der mir ja hier extrem viel zieht gerade. Na komm, stunnen wir den mal. Zack. Und eine Karte vom Pixie. Aber eine Pinky-Karte wäre mir doch lieber gewesen. So, nächster Raum. 29 Sekunden. Wir machen gerade mal die Karte auf vom Pixie. Ja, eine Pixie ist da drin. Die Karte habe ich schon, deswegen direkt mal zack in den Müll. Und die dunkelgoldenen Juwelen. Uiuiui, also die ziehen mir auch ganz. Also ich ziehe den relativ wenig. Hätte jetzt gedacht, dass ich den mehr ziehe. So, mein Blutungsschaden ist weg. Das ist natürlich schon mal sehr gut. So, ich mache mal meinen Buff wieder rein. Und die drei hätte ich gerne. Ja, sauber. Natürlich ein bisschen laufen jetzt mit den Jungs. Oder Mädels, keine Ahnung. So. Dann haben wir gleich den nächsten hier down. Sehr schön. Da kommen den stunnen wir mal. Immer noch gestunt, okay. Uiuiui, und ihr habt's gesehen, 1800 hat der Bauer mir gezogen. Ja, was soll ich dazu sagen? Es bringt nichts. Die Gruppe erstmal verlassen. 1% gemacht, 1% wieder verloren. Das ist natürlich gar nicht schön. Und würde sagen, komm, scheiß drauf, wir machen WDH. Ich fange jetzt schon mal an, die WDH zu kloppen. Das sind ja die Echsenmänner. Mal gucken, wie wir die hinbekommen. Ja, riesiger Elfenbaum, alles hier unten. 1, 2, 3. Echsenmann, Klaue, Echsenmann und 15 Schlamm der Reinigung. Dieser Schlamm ist ja die WDH. Die werde ich jetzt mal anfangen. Denn ich möchte gucken, so relativ sch wie schnell, so schnell wie möglich eigentlich aufs Level abkommen. Ohne dass ich hier großartig hin und her rennen muss. Und da lohnt sich halt schon dann die WDH. Ich glaube, ich müsste die jetzt in diesem Level 10-mal, 11-mal machen oder so. Rennen wir mal hier rum. So, das ist ein normaler Elfenbaum. Ja, hier stehen die Jungs. Ja, und das ist, was ich meine. Jetzt brauche ich hier natürlich die Drops von denen, den Schlamm. Und wenn die dann droppen, finde ich immer doof, dieses Zurückrennen und gucken, dass ich die Drops irgendwie erwische. Deswegen kloppe ich die dann doch lieber einzeln teilweise. So, komm her, Echsenmann. Und zack, wieder ein Schlamm. Ja, natürlich hält es auch ganz gut auf. Hier die WDHs. Ne, die Spinnenkönigin möchte ich gerne irgendwie umgehen.
Gucken wir mal, wo wir hier sind. Okay. Ja, komm her, Kreuztrumpf. Du bist ein Kinderspiel für mich. Ja, komm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir werden hier einmal lang kitten. So, Schlamm, Schlamm, Schlamm und ein glänzender. Ja, hier sogar eine Echsenmannklaue gedroppt. Ja, komm, kipp um. Ja, das ist halt, was ich meine mit den Kills. Die hat man zwar sauschnell dann zusammen, allerdings dieses Blöde mit den Drops immer wieder. Da braucht man echt nach langer Zeit oder auch nach kurzer Zeit immer dieses Hin- und Hergerenne. Ja, und ihr habt gesehen, in den hier Ort brennender Fels, BF, komme ich noch nicht rein, erst ab Level 60. Und hier möchte ich mal einen von denen ins Visier kriegen. Dankeschön. Dann erstmal den Elfenbaum machen. Ja, auch eine Karte. Sehr geil. So, heben wir die Karte auf, machen die auch direkt mal auf die Karte. Ja, der Elfenbaum habe ich schon. Ja, warum war so lange Pause mit Fiesta? Kann ich euch gerne mal verraten. Das Problem war einfach, ich hatte keine Zeit, großartig was zu machen. Hab nebenbei immer wieder mal meine FIFA-LPs aufgenommen. Aber wirklich rein zwischendurch mal, wenn ich so ein paar Minütchen mal Zeit hatte, so eine Stunde rum. Die Arbeit, die hat mich in letzter Zeit so zugearbeitet, ballert, dass ich gar nicht mehr wusste, wo hinten und vorne ist. Und das war einfach mein Problem. Ich wusste nicht mehr, wo ist A, wo ist B, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören. Das war einfach der Grund. Ich hatte echt kaum Zeit, überhaupt irgendwas hier zu machen. Ich kam nach Hause, bin ins Bett gefallen, hab gepennt, bin abends aufgestanden, bin wieder zur Arbeit. Zwischendurch habe ich dann mal gesagt, gut, komm, ich habe mal was Zeit, habe eine Lust, einfach eine Runde FIFA zu spielen. Hab's dann natürlich auch Let's Play das FIFA. Daher kam dann das viel FIFA. Hatte dann zwischendurch auch dann die Lust, mal wieder ETS zu zocken. Hab dann ETS aufgenommen, ganz nebenbei, um einfach ein bisschen auszuspannen. Denn die Arbeit war einfach in letzter Zeit. Wir hatten trotz Ferien hier in NRW Baustellen ohne Ende. Anders kann ich es gar nicht mehr hier sagen. Es war so viel zu tun. Ich hatte echt kaum Zeit. Aber heute habe ich mir dann gedacht, wir haben heute Freitag. Ihr seht hier an der Uhrzeit 20 vor 2. Ich habe Zeit, ich habe Lust und habe mir dann gedacht, komm, entweder jetzt oder nie. Ich nehme jetzt hier ein LP auf in Fiesta und hoffe, euch gefällt dieser Part wie immer. Und ich hoffe einfach, dass es in nächster Zeit bei mir auch wieder einfach mehr Zeit geben wird, um einfach wieder aktiver, generell aktiver hier bei YouTube wieder zu sein. Denn es war echt in einfach nur eine Horrorzeit für mich. Nach Hause kommen, schlafen, keine Zeit mehr für Freunde, für PC überhaupt mal. Und, das war echt der reinste Horror hier. Für mich zumindest.
wenn man nur nach Hause kommt, eine Runde schläft, wieder aufsteht, wieder ab zur Arbeit, wieder schlafen und das die ganze Woche lang, oh, selbst Wochenende, man geht ins Bett, schläft ein paar Stunden, steht wieder auf und man weiß echt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Das ist nach einer Zeit gar nicht gut, auch nicht gut für die Psyche und alles. Und es muss ja irgendwann auch wieder besser werden hier bei uns, auch eigentlich wieder mal was ruhiger, wenn wir da mal ehrlich sind. Weil Baustellen sind ja irgendwann eigentlich dann auch mal fertig, eigentlich. Die Betonung liegt auf eigentlich. Aber das, was bei uns echt in letzter Zeit abging, das war schon nicht mehr feierlich. Überhaupt nicht feierlich. Och, und ich habe den ersten Elfenbaum gekillt, okay. Ja, da habe ich jetzt so viel geredet, habe gar nicht gepeilt, dass es ein riesiger Elfenbaum war. Ja. Noch 8 von den Echsenmännern. Ja, es wird ruhiger. Ich hoffe, dass ich dann auch echt wieder die Zeit finde, hier wirklich die LPs am Laufen zu halten, dass ich euch fast jeden Tag hier irgendein verschiedenes LP zur Verfügung stellen kann auf meinem Kanal. Es hat ja lange Zeit geklappt, da konnte ich echt sagen, jeden Tag hier jetzt mal ein LP. Egal, ob es FIFA war, ob es Fiesta ist oder, es wird ja noch einiges kommen in der Zukunft jetzt hier auf meinem Kanal. Hab ja alles geplant. Aber man muss natürlich auch, wie man ja so schön sagt, die Zeit einfach haben, um irgendwas aufzunehmen. Na komm, wir machen jetzt hier mal den Elfenbaum, egal. XP sind XP. So. Ah, 28% wieder. Ja, und da ist wieder ein riesiger Elfenbaum. Und den haben wir gestunt. Nein, haben wir nicht. Wir sind tot. Und ich bin schon wieder tot. Warum bin ich schon wieder tot? Also, ich will nicht mehr. Das ist doch zum Kotzen. Da hat man endlich wieder den Prozent drinne. Und ich habe mir ja die letzten LPs angeguckt, mal von Fiesta, um einfach zu wissen, wo muss ich den Wiedereinstieg finden. Und da bin ich ja auch nur gestorben. Also ich gewinne ein Prozent und zack, verliere ich ein Prozent. Das ist doch nicht mehr feierlich. Kaum hat man ein Prozent gewonnen, verliert man diesen blöden Prozent auch wieder. Jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt gehe ich meine Verlies-Questen machen. Da hoffe ich mal, dass ich diese 6 Läppchen Orkjäger oder die Viecher, die ich da brauche, hier sehen wir es, Verlies Ork-Kapitäne, wenigstens diese 7 Stück schaffe. Denn das ist doch nicht mehr feierlich. Echt überhaupt nicht feierlich ist das hier. Das ist doch echt zum Kotzen. So, jetzt hier aber. Zack. Ja, der Stun, ihr habt es gesehen, der hat überhaupt nicht angeschlagen bei dem Elfenbaum. So, versuchen wir es bei dem. Ja, da klappt es wenigstens. Und zack. Tschüss, du Pixie. Ah, das ist zum Kotzen. Da könnte ich echt hier ausrasten drüber. Oh, und ich würde sagen, wir versuchen mal, das Verlies Pinky zu killen. Komm, kipp um. Danke. Gibt es noch nicht viel XP, aber vielleicht das Glück auf eine Pinky-Karte, denn die hat ja den Pfirsichtgeist. Und die Karte fehlt mir ja noch. Auch hier ein kleines süßes Grünling, aber auch starkes Grünling. Ziehen wir jetzt hier mal ein bisschen. Uiuiui, das Vieh hat mich gestunt. Und zack, down. Ab zum nächsten Vieh.
Also es ist echt zum Kotzen, dass ich hier jetzt zweimal im Prozent mir erkämpft habe und diesen Prozent innerhalb von einem Mob ist der Prozent wieder weg. Wofür habe ich ihn mir denn erkloppt? Ja, da kriege ich echt immer zu viel über sowas. Könnte ich echt jedes Mal ausrasten drüber. So, wir versuchen mal hier an den Pixies uns vorbei zu schleichen. Das sieht doch gut aus. Ja, das hat geklappt. Da jetzt hier der Verlies Nox. Ja, der ist dann hat wenigstens funktioniert. Und ich krit ihn da gerade auch ganz gut. Komm, kipp um. Ja, sauber. Da den Nox brauchen wir noch. Ja, und der Nox-Raum hier ist natürlich auch Horror. So. Da haben wir den Nox auch gekillt bekommen. Und können hier schnell unsere sieben Verlies-Ork-Kapitäne machen. Die werde ich jetzt aus Prinzipnichkeiten, denn ihr seht es, wie viel die mir ziehen. Und wenn da natürlich so 5, 6 Stück auf mich einhämmern, bin ich schneller down, als ich gucken kann. Ha, da bist du gestunt, du Penner. Ja, ich will jetzt wenigstens diese Quest hier noch fertig kriegen. Die werde ich dann noch abgeben und dann ist der Part auch schon wieder fast zu Ende, würde ich sagen. Ah, sauber. Ja, da ist der riesige Ork-Kapitän. Den werde ich mir vielleicht gleich mal schnappen. Zumindest versuchen. So, sauber. Nicht mit mir, meine Freunde. Ja, ihr seht es halt, die ziehen mir echt verdammt viel, die Jungs. Immerhin zwei Lebenstränke. Komm, du kommst auch noch dazu. Denn ich brauche ja sieben Stück. Ja, das mit den Pullen ist halt immer so eine wirklich super Idee. Allerdings, wenn ich jetzt hier mir sieben Viecher direkt auf einen Schlag pulle, das machen meine HP nicht mit. Das machen dann leider meine HP nicht mit. Deswegen ist das mit den Pullen immer so eine Sache. Je nachdem, wo man ist. Klar, ich bin Jäger, ich könnte hier so einiges machen als Jäger. Nur es bringt mir ja auch nichts, wenn ich mir die Mobs ziehe und dann recke. Dafür sind dann doch schon die XP zu wertvoll, die ich da verliere. Komm, du Blödmann, kipp auch um. Ah, der wird jetzt umkippen. So. Und dann würde ich sagen, ich versuche es einfach. Hab zwar den Prozent nicht gewonnen. Aber, wie sage ich ja immer so schön, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir ziehen uns den riesigen Ork-Kapitän und versuchen ihn nach vorne zu ziehen. Denn wenn der mich einmal gehittet hat, dann war es das mit mir. Ja, da seht ihr, es war's. Ich bin schon wieder tot. Na, den Prozent, den habe ich verloren. Da werde ich nichts dran ändern können. Ich guck mal gerade, ob ich eine Uruga-Rolle bei habe. Elde, ja, hier Uru-Rolle, dann brauche ich nicht extra hochzulaufen. Ja, den Prozent, den ich jetzt verloren habe, um wieder auf diese 27% zu kommen, die kriege ich mit Glück jetzt hier in dieser Quest wieder. So, gucken wir mal. Land der Prüfungen, weiter, weiter. Ja, sogar 3% mehr, 30% jetzt. Jetzt brauche ich natürlich den Verlies-Ork-Kapitän.
den großen Boss. Da werde ich mal gucken, wie ich das geschafft bekomme. Werde jetzt gerade aber mal die Steine auffüllen. Mal gucken wir mal, was hat der zu verkaufen? Ja, eine HG Army. War gar nicht so verkehrt, die Sachen. Gucken wir mal, heileren Pooing. Kaufen wir uns gerade mal neue Steine. Und verkaufen dann mal so ein bisschen. So, können wir verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Ich verkaufe hier alles. Ja, Ex-Mann brauche ich nicht. Hier habe ich ja schon die Karte. Ja, dreimal direkt in einem Part. Hat man auch nicht alle Tage. Wenn euch dieser Part trotzdem gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vielleicht schaffen wir ja mal ein paar Daumen nach oben zusammen zu bekommen. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.